Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in dieser Eventwoche die seltenen Bierhelme bekommen könnt. Diese Woche könnt ihr 4 verschiedene Bierhelme bekommen. Einmal den blauen, den grünen, den gelben und den roten Bierhelm. Das Ganze geht mit dieser aktuellen Eventwoche, mit den Konkurrenzkämpfen. Ja, dafür müsst ihr einfach nur so lange nach einer Lobby suchen, bis ihr eine Lobby gefunden habt, wo auch Konkurrenzkampf gerade am Laufen ist. Und dort muss dann einmal die Eventware am Start sein. Sucht einfach so lange nach einer Lobby rum, bis ihr eine Lobby gefunden habt, wo auch eine Eventware zugange ist. Habt ihr die Lobby dann gefunden, begebt euch einfach dann zu dem gewünschten Ort. Dann müsst ihr einfach nur ein Päckchen aufsammeln. Und wenn ihr das Päckchen aufgesammelt habt, ja, begebt euch mit dem Päckchen einfach dann zu eurem Nachtclub. Dort angekommen, einfach hinten in die Garage rein. Und wenn ihr rauskommt, werdet ihr sehen, dass wir jetzt einen Bierhelm bekommen haben. In meinem Fall jetzt einen Benedikt-Bierhelm haben wir jetzt bekommen. Welchen Bierhelm ihr da bekommt, das ist auch völlig random. Und so könnt ihr euch dann die 4 Bierhelme euch dann holen. Wenn ihr jetzt noch einen haben wollt, dann sucht euch jetzt nochmal eine neue Lobby, weil in dieser Lobby bekommt ihr immer den gleichen Helm. Also wenn ihr euch jetzt nochmal ein Päckchen holen solltet, würdet ihr wieder den Benedikt-Bierhelm bekommen. Deswegen, wenn ihr jetzt noch einen anderen Bierhelm haben wollt, dann sucht jetzt wieder so lange nach einer Lobby, bis ihr dann wieder die Konkurrenzkampf mit der Eventware findet. Und das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.